Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Liebe Gemeinde, mit diesem Jesaja-Wort aus dem heutigen Predigtext begrüße ich Sie zu unserer Andacht. Es lädt ein, auf das zu hören, was unserem Leben wirklich Sinn und Wert gibt. Jenseits von all dem, was wir als wertvoll erachten, weil es teuer erkauft oder sauer verdient wurde. Und was seinen Wert behalten soll, falls es das wert ist. Ich meine es ganz ernst, wenn ich sage, dass sich dieser Wert für viele eher im Hören von Musik vermittelt, denn im Hören von Worten. Und deshalb spielt Musik heute auch eine besondere Rolle, begleitet von Worten, die das Hören hoffentlich vertiefen können. So segne Gott nun unser Hören und Beten an diesem Tag. Wir begehen Andacht in seinem Namen, im Namen Gottes des Vaters, durch den Sohn, dem Heiligen Geist. Amen. Gott ist mein
Als Gemeinde, liebe Gemeinde, bitten wir ohne Ende. In jedem Gottesdienst, bei jeder Taufe, Trauung, Beerdigung und wer weiß, wie oft noch privat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Warum? Es wird ja wohl mehr dahinter stecken als der Versuch, Gott mit unendlichen Wiederholungen so lange mürbe zu beten, bis er endlich gibt, worum wir bitten. Das ist ein für Eltern ja sattsam bekannter Weg der Kinder, ihre Wünsche durchzusetzen. Sind wir als Kinder des großen Gottes da unseren eigenen kleinen Kindern gleich? Sicher scheint, da steht noch etwas aus in unserem Leben, wenn wir ernsthaft das Vaterunser beten. Da ist noch nicht alles gelaufen. Da fehlt noch was. Sicher nicht das täglich Brot. Wir haben genug Essen und Trinken. Und doch. Wir haben genug Häuser und Gärten. Und doch. Wir haben genug Mittel und Wege. Und doch. Wir haben genug. Und doch. Jesaja schreibt: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Da gibt es ja Momente, in denen die Enttäuschung oder die Erschöpfung mich auf das Leben blicken lässt und ich sehe nur Arbeit und vergebliche Mühe. Sauer verdientes Geld nur dafür, dass man abends noch kurz die Kinder sieht, eine kleine Zeit vorm Fernseher sitzt und das Geld dabei auf dem Konto schrumpft. Harte Arbeit, ringen um Anerkennung und keiner merkt es. Stattdessen die Fragen, warum das noch nicht fertig ist oder jenes, warum man immer keine Zeit hat. Und dann weiterbilden, lesen und Zerstreuung suchen. Ich plane den Urlaub, das Neue, die Abwechslung, Reisen. Und während ich hier plane für die Zukunft, sitzt das Neue, sitzt die Abwechslung vielleicht neben mir und versucht meine Aufmerksamkeit zu erringen, vergeblich. Oder ein Virus streicht einfach alles durch. Der Versuch in der Natur oder zumindest einmal draußen Ruhe zu finden, endet dann schnell beim Ärger über irgendwelchen Müll, der da rumliegt. Und nehme ich mir dann vielleicht mal die Zeit, suche in der Religion die Lösung, die Befreiung von den Widersprüchlichkeiten meines Lebens, dann steht in der Kirche ein Pastor und jammert genau darüber, so wie jetzt. Lohnt sich all das? Werde ich jemals satt? Habe ich eine Ahnung, was ich wirklich brauche zum Leben? Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Da wirbt Gott, im Vergleich zu allen marktschreierischen Angeboten, sicher leise, sicher leicht zu überhören. Wer will und kann schon erkennen, dass ich meinen Durst nach Leben nicht selber stillen kann, dass ich angewiesen bin auf einen Gott, der meinen Hunger und Durst nach Leben stillt. Und manchmal scheint es, als brauche ich dazu erst die Grenzerfahrungen, als müsse das Leben mich erst schmerzhaft dahin führen, wo ich nicht mehr kann, wo ich mich in andere Hände begeben muss. Und das sind nicht immer liebevolle, sorgsame Hände. Manchmal scheint es, als müsse ich mich erst aufgeben, lieben Menschen wehtun, um zu merken, dass Leben nicht käuflich ist, dass sich trotz mancher Erfahrung von Glück oder Freude an bestimmten Gütern, trotz des Hochgefühls im Arbeits-, Kauf-, Alkoholrausch bald wieder Leere einstellt. Manchmal scheint es, als müsse es mir erst
an die Existenz gehen, um den Wert und die Schönheit des Lebens zu achten. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Alles Leben von Gott her, alle Fülle beginnt mit dem Hören. Das Reich Gottes kommt, wenn ich höre. So liegt im Hören die Mitte unseres Verhältnisses zu Gott. Und damit werden meine Handlungsmöglichkeiten im Blick auf gelingendes Leben, im Blick auf das Verhältnis zu Gott minimiert, befreiend und erleichternd minimiert. Der Hunger und Durst nach Leben, der nur von Gott gestillt werden kann, führt ins Innehalten, ins Lauschen, in die Stille. Innehalten, den geliebten Menschen betrachten und Gott hören. Ich habe sie, ich habe ihn dir geschenkt. Innehalten, die Kinder sehen und Gott hören, ich habe sie dir anvertraut. Innehalten, der Musik lauschen und Gott hören. Ich habe alles schön gemacht und habe die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Das ist die Botschaft des Propheten. Alles, worum wir bitten zum Leben, alles, was wir suchen an Sinn und Schönheit und wo immer wir hinwollen, um teilzuhaben am Gelingen des Lebens, das wird gegeben, das lässt sich finden und das tut sich auf im Hören auf Gott. Søren Kierkegaard war ein recht verzweifelt Suchender, schrieb auf der Suche nach Leben über die Angst als einer Krankheit zum Tode. Und er entdeckte das Gebet. Freilich ein besonderes. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Amen. Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen für Sie und für euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.